Diese Kampagne ist von der AWO-Aktionswoche 2015. Aber schon bei Gründung der Arbeiterwohlfahrt 1919 setzt sich der Verband für die Rechte der Frauen ein. Begriffe wie Frauenquote und Feminismus gibt es noch nicht. Hier sehen Sie eine Dokumentation über die Frauen in der Arbeiterwohlfahrt, ihre Kämpfe und Errungenschaften von der Weimarer Republik bis heute. Geburtsstunde der AWO ist der 13. Dezember 1919. Den Vorschlag zur Gründung bringt Marie Juchatsch in den SPD-Parteiausschuss ein. Vorausgegangen ist der Kampf um das Frauenwahlrecht. Marie Juchatsch thematisiert es im Februar 1919 als Abgeordnete, als erste weibliche Abgeordnete, die in einem deutschen Parlament spricht. Meine Herren und Damen, es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. Ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Die Arbeiterwohlfahrt nimmt sich der Nöte der Frauen an. Sie organisiert Hilfe zur Selbsthilfe und streitet im Parlament für die Selbstbestimmung aller Menschen unter dem Mantel einer sozialdemokratischen Wohlfahrtspflege. Die AWO fördert insbesondere die Weiterbildung und Qualifizierung von Frauen. Im Jahr 1928 eröffnet der Verband in Berlin eine eigene Wohlfahrtsschule. Stipendien ermöglichen Frauen in der Arbeiterwohlfahrt eine freiere Berufswahl. Schon 1925 setzt sich die AWO für körperliche Selbstbestimmung ein. Es gibt bereits Ehe- und Sexualberatungsstellen. Die Arbeiterwohlfahrt kämpft gegen die Nationalsozialisten. Am 23.03.1933 stimmt der Reichstag über das Ermächtigungsgesetz ab. Die sozialdemokratischen Abgeordneten, unter ihnen Marie Juchatsch, stimmen dagegen. Vergeblich. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes werden das parlamentarische System und die Gerichtsbarkeit ausgehebelt. Und das hat katastrophale Folgen für die AWO. Die Hauptgeschäftsstelle am Berliner Belle-Alliance-Platz wird am 12. Mai 1933 besetzt. Lotte Lemke, Geschäftsführerin der AWO, erhält Hausverbot. Guthaben und Güter werden konfisziert. Mit dem Gesetz über die Einziehung von volks- und staatsfeindlichem Vermögen am 14. Juli 1933 legitimierten die Nationalsozialisten ihre Aktionen. Der Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt wird im Zuge des SPD-Verbotes zerschlagen. Am 23. Juli 1933 wird dem Verband der Status als Reichsspitzenverband der freien Wohlfahrtspflege aberkannt. Hitlers Versuche zur Überführung der AWO in eine nationalsozialistische Volkswohlfahrt scheitern. Mutige Frauen in der AWO ducken sich nicht vor den Nazis. Zu ihnen gehören Marie Juchatsch und Johanna Kirchner. Im Untergrund, im Widerstand oder auch im Exil engagieren sie sich weiter im Bande der Solidarität. Lotte Lemke ist an der Gründung einer AWO-Tarnorganisation in Form eines Seifenladens beteiligt und befördert Informationen und illegale Flugblätter zum Exilparteivorstand der SPD nach Prag. Mit Kriegsende finden sich wieder viele Menschen unter dem Roten Herzen der AWO zusammen. Sie bauen den Verband erneut auf und bieten einander solidarische Hilfe.
Die Arbeiterwohlfahrt erkennt früh die Sorgen der Frauen. Wie vereinbaren Mütter Familie und Beruf? Und sucht nach Lösungen. Schon 1947 werden zum Beispiel Müttergenesungsheime zur Entlastung von Müttern geschaffen. Explizit frauenpolitische Themen verlieren allerdings parallel dazu inner- und außerverbandlich vorerst an Gewicht. Ein weiterer gleichstellungspolitischer Meilenstein wird 1949 gesetzt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So lautet der betreffende Absatz im Grundgesetz. Mit Frieda Nadig geht eine AWO-Frau als eine der Mütter des Grundgesetzes in die Geschichte ein. In den 1970er Jahren kämpfen Frauen in der BRD erneut um ihre Rechte. Inhaltlich knüpfen ihre Forderungen nahtlos an AWO-Forderungen der Weimarer Zeit an. Innerhalb der Arbeiterwohlfahrt gewinnen frauenpolitische Themen in den 1970er und 80er Jahren zunehmend an Bedeutung. Zum Beispiel der Schutz vor häuslicher Gewalt, die Verbesserung des Zugangs zu Verhütungsmitteln und das Recht auf Abtreibung. Die Arbeiterwohlfahrt bezieht Stellung zum Paragraphen 218. Als stellvertretende Bundesvorsitzende holt Elfriede Eilers frauenpolitische Themen auf die AWO-Agenda zurück. Die Situation der Frauen in der DDR unterscheidet sich. Die Gleichstellung der Frau wird staatlich stärker gefördert. In der DDR kann die Arbeiterwohlfahrt von 1961 bis 1989 jedoch nicht wirken. Die Frauen des Verbandes verfolgen neben den gesellschaftlichen Kämpfen auch in der Arbeiterwohlfahrt die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen. Es gibt Richtlinien für die Umsetzung der Gleichstellungspolitik, jährliche Gleichstellungsberichte sowie eine 40%-Quote für die Besetzung von Führungs- und Gremienpositionen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Beschlüsse werden im Verband unterschiedlich weit umgesetzt und 2012 auf der AWO-Bundeskonferenz revitalisiert. Der Gleichstellungsbericht sowie die Sozialkonferenz zum Thema »Vom Frauenwahlrecht zur Gleichstellungspolitik – Geschichte bewegt Zukunft« sind zwei konkrete Beispiele für die Weiterentwicklung der Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Arbeiterwohlfahrt. Wir müssen uns immer wieder darüber klar sein, was die Arbeiterwohlfahrt sein soll und was sie nie sein soll und nie werden darf. Sie soll sein eine wohlfahrtspolitische Bewegung, das heißt etwas Lebendiges, nie Stillstehendes, sich fortschreitend Entwickelndes. Und jeder Mitarbeiter, jeder Helfer muss ein Teil dieser Bewegung, das heißt, er muss selber bewegt sein. Nicht beweglich im Sinne von Geschäftigkeit, Gewandtheit, Routine oder gar geschäftlichem Raffinement, sondern bewegt im Sinne von ergriffen sein. Und bewegend, das heißt durch sein Beispiel andere überzeugend und für die Bewegung gewinnend.